Ja, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie alle recht herzlich zur heutigen How I Treat-Veranstaltung begrüßen. Wir beschäftigen uns heute über die chronisch-lymphatische Leukämie, neue Therapieoptionen. Wir haben ja diesbezüglich auch beim ASH vor wenigen Wochen neue Daten dazu gehört. Ich darf recht herzlich Oberst Dr. Thomas Nöstlinger von der Drittmedizinischen Abteilung des Hanasch-Krankenhauses in Wien begrüßen. Er ist Facharzt für Hämato-Onkologie und leitender Oberarzt mit dem Schwerpunkt für Lymphome am Hanusch-Krankenhaus. Herzlich willkommen und vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben, um mit uns das spannende Thema der chronisch-lymphatischen Leukämie zu diskutieren. Weiters begrüßen darf ich Oberarzt Dr. Bernd Hartmann, unser leitender Oberarzt für die Hämatologie an unserem Haus. Er wird uns nachher durch die Diskussion gemeinsam mit Thomas Nöstlinger führen. Ein weiteres Dankeschön, wie üblich, Eugen Preuß und sein Team für die technische Umsetzung dieser How I Treat-Serie. Vielen herzlichen Dank, Eugen und Martin, für eure Unterstützung bei diesem Webinar. Und natürlich auch ein Dankeschön an die Firma Janssen, die uns für diese Veranstaltung unterstützt. Ohne die Unterstützung der Industrie wären solche Veranstaltungen nicht möglich. Ich denke, wir starten nun gleich und ich darf Dr. Nöstlinger bitten um seinen Vortrag. Vielen herzlichen Dank nochmals für die Teilnahme und wir freuen uns schon auf Ihre Ausführungen. Vielen Dank. Vielen Dank für die einführenden Worte, lieber Herr Primarius Winder, lieber Bernd. Lange nicht mehr gesehen und ich gehe gleich in medias res. Ich freue mich natürlich auch für die Unterstützung der Firma Janssen. Ich bekomme ein Honorar für diesen Vortrag und habe sonst auch einige Disclosures. Ich sage immer, je mehr Disclosures ich hätte, desto unabhängiger wäre ich letztlich. Die Schwerpunkte, die wir heute besprechen werden, es geht um die neue Therapieoptionen für die CLL im Jahr 2023. Neben den Standards auch ein Rückblick auf den rezenten ASH, der ja endlich wieder mal face-to-face stattgefunden hat. Ich werde beginnen mit den zeitlich limitierten Behandlungsmöglichkeiten mit BCL-2-Inhibitoren und zwar nur, also als einziges Target neben der CD20, dann die Dauertherapie mit BTK-Inhibitoren in der Monotherapie oder auch mit CD20-Antikörpern kombiniert. Dann die neue Option, die seit letztem August zugelassen ist, eine zeitlich limitierte Kombination von BTK-Inhibitor, in dem Fall Ibrutinib und Venetoclax. Und dann zum Schluss noch ein paar News vom ASH, die ja wirklich, man muss sagen, die Lymphome generell waren ja heuer sehr prominent vertreten. Wenn man die ALL dazu nimmt, waren es ein Abstract in der Plenary Session und zwei Abstracts in der Late Breaking Session, also durchaus ein Viertel aller hochkarätigsten Abstracts waren zum Thema Lymphome. Und ich werde kurz auch vom ASH berichten. Nun zu den Targets. Wir sind ja zum Glück, und das werde ich Ihnen hoffentlich, wenn Sie den Vortrag zuhören, zeigen können, dass die Chemoimmuntherapie außer in Ausnahmesituationen keine Option mehr ist. Die Targets, mit denen wir uns heute beschäftigen, das sind erst einmal der BCL-Rezeptor und hier die Downstream-Kinasen, vor allem BTK, mit durchaus verschiedenen Möglichkeiten, wie wir dieses Enzym hemmen können. Ibrutinib und die Zweitgenerations-BTK-Inhibitoren acalabrutinib oder zanubrutinib, pirtobrutinib erscheint auch auf der Bildfläche, wahrscheinlich zuerst beim Mantelzell-Lymphom, aber auch demnächst bei der CLL. BCL-2-Inhibition, das heißt also den antiapoptotischen Schutz der Zelle aufheben mit BCL-2-Inhibitoren. Hier ist bisher nur Venetoclax verfügbar. Und natürlich die Oberflächentargets CD20-Rezeptor, das kennen wir schon lange vom Rituximab, mittlerweile verwenden wir eher obinutuzumab. CD19 als interessantes Target, weil, wie Sie wissen, bei der CLL CD19 wesentlich stärker exprimiert ist auf der Zelle als CD20, aber hier tafasitamab eher bei den aggressiven Lymphomen und die CAR-T-Cells sind auch nur eine Ausnahmesituation in klinischen Studien bei der CLL. Beginnen wir mit den aktuellen Oncopedia-Guidelines, die allerdings schon 2,5 Jahre alt sind. Weil meines Wissensstandes nach zirkulieren gerade die neuen Guidelines und die werden wahrscheinlich bald einmal zu lesen sein. Was ich gehört habe, werden sich die Guidelines aber eher so an NCCN-Guidelines orientieren. Das heißt also, es wird alles aufgezählt werden, was möglich ist, beziehungsweise wo es eine Zulassung gibt und den
klinisch tätigen Ärzten wird dann überlassen, welche Therapie man verwendet. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, auch Prioritäten zu setzen. Die erste Priorität bei der CLL ist, dass der Patient entweder symptomatisch ist oder von Seiten des Blutbildes oder der Lymphknoten oder der Milz behandlungspflichtig ist. Dann unterscheiden wir entweder die Standardrisikopatienten, das sind Patienten mit einem mutierten IGF-Status, die reifere CLL ohne komplexen Karyotyp, ohne 17p-Alteration und die Hochrisikopatienten. Hier die genaue Gegenteil, unmutierte IGF, das heißt also die unreifere CLL und genetisch komplexere Zustand. Bei den fitten Patienten ohne Hochrisiko ist FCR noch bis vor kurzem eine Option gewesen, aber wenn Sie sich das anschauen, sind für alle drei Risikogruppen, die wir hier sehen, also Low Risk, Fit, Unfit oder High Risk, immer ein BTK-Inhibitor plus minus Anti-CD20-Antikörper als zeitlich unlimitierte Therapie oder Obinutuzumab Venetoclax, so wie wir es aus der CLL-14-Studie kennen, als zeitlich limitierte Therapie über ein Jahr. Die Chemoimmuntherapie ist noch aufgeführt, spielt aber keine Rolle mehr. Worauf fußt die Chemoimmuntherapie? Sie wissen alle, die schon länger im Geschäft sind, FCR ist zugelassen worden aufgrund der CLL-8-Studie, FCR versus FC von Michael Hallig als Lead Author von im Lancet publiziert. Dann konsolidiert die CLL-10-Studie, die gezeigt hat, dass bei den jungen, fitten Patienten FCR besser als BR ist. Bei den älteren Patienten ist das nicht der Fall. Und es gibt auch diese berühmte 300-Fall-Serie vom MD Anderson Cancer Center. Das Problem ist, es gibt zwar Patienten mit Good Risk, also IGF mutiert und negativer MRD nach Abschluss der Therapie, die ein Plateau erreichen, wo hier auch ein potenzielles Heilungspotenzial da ist. Allerdings, jeder, der FCR verwendet hat, weiß, dass es doch unangenehme Zytopenien mit folgenden Infektionen gibt. Und das ist auch wieder letztlich vom MD Anderson gezeigt worden, von den 300 Patienten, die vor ungefähr 15 bis 17 Jahren behandelt wurden, haben inzwischen 15, das sind genau 5%, ein sekundäres MDS oder eine sekundäre AML entwickelt. Rezent wird Chemoimmuntherapie nur noch in kleinen Fallserien präsentiert und publiziert, in Kombination mit BTK-Inhibitoren. Hier gibt es IFCG und IFCR-Daten, aber das sind zu wenige Patienten und es wird keine Studie, weder im akademischen Setting noch pharmazeutisch unterstützt geben, die dieses Konzept weiter verfolgen wird. Daher, und das, ich habe außerhalb von Studien, glaube ich, mittlerweile vor 4 Jahren das letzte Mal Chemoimmuntherapie gegeben, die muss wirklich außer in Ausnahmefällen, wo alles vielleicht schon ausgeschöpft ist, zu Grabe getragen werden. Ich weiß, es gibt andere Verfechter bei der CLL, die das nicht so sehen, aber das ist mein persönlicher Standpunkt. Sie wissen, Obinutuzumab Venetoclax in der zeitlich limitierten Therapie ist zugelassen worden aufgrund der CLL-14-Studie, die speziell fragile, ältere, komorbide Patienten mit allen Risikofaktoren eingeschlossen hat. Die Zulassung erfolgte dann allerdings für alle Patientengruppen in der ersten Linie. Um diesen Vorteil noch zu untermauern, hat die deutsche CLL-Studiengruppe vor einigen Jahren, also ich glaube 2017, das Konzept der vierarmigen Studie mit drei Armen Venetoclax-basierten, zeitlich limitierten, zielgerichteten Behandlungen etabliert und als Kontrollarm Chemoimmuntherapie. In dieser Patientenkohorte waren 17p-Patienten ausgeschlossen, weil man damals ja schon wusste, dass diese Patienten gar nicht oder kaum von Chemoimmuntherapie profitieren. Diese Studie ist auch unter namhafter Beteiligung österreichischer Zentren erfolgt. Und letzte Woche wurde es im New England Journal of Medicine prinzipiell angenommen. Das ist also eine gute Nachricht, dass eine CLL-Studie wieder mal ein New England Paper wird, weil das letzten waren sind schon noch einige Zeit her. Worum ging es in der Studie? In der Studie wurde verglichen FCR-BR und das ist eine große Studie mit über 900 Patienten gewesen. BR für die über 65-Jährigen, FCR für bis 65, zeitlich limitierte Venetoclax-basierte Arme, einmal mit Rituximab, einmal mit Obinutuzumab und ein Arm hat auch zusätzlich die Hinzugabe von Ibrutinib geprüft. Alle Medikamente wurden in der Standarddosis verabreicht und diese Studie hat zwei koprimäre Endpunkte gehabt.
einerseits das progressionsfreie Überleben, was letztens beim EHA als Late-Breaking Abstract präsentiert wurde und schon davor am ASH, weil es natürlich früher verfügbar war, die MRD-Negativitätsrate im Monat 15. Noch einmal möchte ich betonen, das waren hier fitte Patienten ohne größere Komorbiditäten, mit einer normalen Nierenfunktion und ohne 17B-Alteration. Hier die Daten vom ASH letzten Jahres, also vorletzten Jahres eigentlich, und hier geht es um die MRD-Negativität mit Durchflusszytometrie 10 hoch minus 4 im Monat 15 gemessen. Und hier sehen Sie sehr schön zwei Dinge. Erstens, dass die zugelassene Kombination Obinutuzumab, Venetoclax, der Chemoimmuntherapie in dieser Hinsicht deutlich überlegen ist, mit einem Zugewinn von ungefähr 35%. Dieser Zugewinn wird durch die Hinzunahme von Ibrutinib auf dem MRD-Level noch ein bisschen gesteigert, allerdings nicht wesentlich. Was ein bisschen desaströs war und auch für die Investigatoren ein bisschen überraschend war, dass Rituximab trotzdem der starken Kombinationspartner Venetoclax zumindest auf dem MRD-Level nicht besser war als Chemoimmuntherapie und deutlich schlechter als der modernere Typ 2 glycoengineert Anti-CD20-Antikörper. Das sollte uns zu denken geben, wenn wir darüber nachdenken, dass wir im Rezidiv einer unserer etablierten Therapien, Murano-Protokoll, Rituximab, Venetoclax, das zwar über 2 Jahre gegeben, aber doch hier eine widersprüchliche Situation entsteht, ob nicht der potentere Antikörper auch in der zweiten Linie eingesetzt werden sollte. Am EHA wurden dann die lang erwarteten progressionsfreien Daten präsentiert, das progressionsfreie Überleben hier das 3-jährige und Sie sehen sehr schön, unten fängt die Chemoimmuntherapie an, darüber liegt Rituximab, Venetoclax und oben überkreuzend die beiden Obinutuzumab, Venetoclax basierten Arme, die ein 3-jähriges PFS von knapp 90% erreichen. Das ist durchaus beeindruckend. Wenn man sich jetzt anschaut, es waren, wie gesagt, keine 17B-Patienten integriert, allerdings natürlich, wie wir es kennen, ungefähr 62-65% hochrisiger unmutierte EGFR-Patienten. Hier sieht man vor allem den Vorteil durch die zielgerichtete Therapie. Hier ist das PFS für die Chemoimmuntherapie nach 3 Jahren nur noch 2/3, während die Obinutuzumab-basierten, Venetoclax-basierten Arme irgendwo zwischen 83-86% liegen. Was wir ja schon wissen, die mutierten Patienten profitieren auch von Chemoimmuntherapie, aber ich sage immer noch dazu, das Caveat Infektionen, spätes MDS und AML. Und wir sehen immer wieder Patienten, die in den vor 10 bis 15 Jahren FCR gehabt haben, die jetzt mit einer Dysplasie im Knochenmark auftauchen. Hier sieht man sehr schön, dass nach 3 Jahren diese Patienten IGF mutiert. Hier sieht man wirklich Kurationspotenzial mit einem PFS von ungefähr 95%. Die gute Nachricht ist auch, es gibt keinen Unterschied im Gesamtüberleben. Wir haben mittlerweile so gute Optionen für Patienten im ersten Rezidiv, im zweiten Rezidiv, das werde ich Ihnen dann noch zeigen, dass es verwunderlich wäre, dass es heutzutage in einer Erstlinienstudie bei jungen, fitten Patienten noch einen Survival-Unterschied gäbe nach der ersten Linie. Die einzige Studie, die das geboten hat, war die EKG-Green-Studie, die FCR mit Ibrutinib Rituximab verglichen hat, aber die Studie ist ausschließlich in den USA gelaufen. Und Überlebensvorteil fußt auf wenigen Events. Und wenn man sich anschaut, was die Patienten, die im FCR und Progredient haben, bekommen haben, sieht man, 2 haben gar nichts bekommen, 3 haben BR bekommen, was keine gute Idee ist, und nur 2 Patienten eine zielgerichtete Therapie. Das spiegelt so ein bisschen die Qualität des amerikanischen Gesundheitssystems, des öffentlichen wieder. Sobald der Patient nicht mehr in einer Studie ist, ja, ist es schwierig für viele Patienten. Sollen wir jetzt GV nehmen oder uns die paar Prozent, die uns das Gift dazu gibt, eher die Dreierkombination nehmen? Die allgemeine Empfehlung bei diesen nicht 17B-deletierten Patienten ist nein. Warum? Weil, und Sie sehen das hier vor allem bei den Infektionen, hier sind nur Grad 3, 4, eine eineinhalb höhere Zahl an Infektionen, Grad 3, Grad 4, eine Verdopplung der febrilen Neutropenie. Und natürlich die typischen BTK-induzierten Nebenwirkungen hier herausgegriffen, vor allem der Hochdruck. Das heißt, die allgemeine Empfehlung ist, keine Triple-Kombination außerhalb des 17B-Settings zu verwenden. Nun wechsle ich zu den verfügbaren und falls bald verfügbaren BTK-Inhibitoren, die teils in der Monotherapie, teils in Kombination mit Anti-CD20-Antikörpern zugelassen sind. First in Class, ein langjähriger, treuer Begleiter. Und hier sehen Sie die Kinom-Profile, die eindeutig zeigen, dass Ibrutinib die
die meisten Off-Target-Effekte hat und unselektivste Medikament darstellt, Acalabrutinib, Zanubrutinib und vor allem auch Pirtobrutinib, der erste nicht-kovalente BTK-Inhibitor, der den Markt erreichen wird, sind ja deutlich selektiver. Nicht-kovalent bedeutet, dass Pirtobrutinib das Potenzial hat, reversibel an BTK zu binden und auch an einer anderen Stelle zu binden als die anderen drei und dadurch nach Resistenz auf die Erst- und Zweitgenerations-BTK-Inhibitoren im Sinne von Mutationen auch noch ein Potenzial zur Wirksamkeit besteht. Das werde ich Ihnen noch zeigen. Ibrutinib ist zugelassen worden aufgrund der RESONATE-2-Studie, die manche von uns schon wieder vergessen haben, vor allem deswegen, weil der Kontrollarm so schwach war, nämlich Chlorambucil. Das ist eine Studie, die vor ungefähr 10 Jahren gelaufen ist. Mittlerweile wurde letztes Jahr in Blood Advances das 8-Jahres-Update publiziert und hier sieht man sehr schön, und das ist doch etwas beeindruckend, wenn man sich überlegt, nach 7 Jahren sind noch immer fast 2/3 aller Patienten progressionsfrei, nach 5 Jahren mehr als 2/3. Natürlich ein deutlicher Vorteil gegenüber dem Alkylanz in der Monotherapie, dass, wie wir wissen, weder Remissionen macht, noch wirklich einen signifikanten Benefit für den Patienten bringt in der Monotherapie. Der Pferdefuß ist natürlich die Toxizitäten, die BTK-spezifischen Toxizitäten, hier herausgegriffen der Hochdruck, der über die Jahre auch mehr wird. Hier sehen Sie in den verschiedenen Farben die Nebenwirkungen, die im ersten, zweiten bis zum 8. Jahr auftreten. Und Sie sehen, der Hochdruck, wie wir es auch erwarten würden, ist ein kumulativer Effekt. Wie dringend die Empfehlung, Patienten mit Blutdruckmesser auszustatten und sie regelmäßig den Blutdruck zu monitieren. Und das gilt für alle BTK-Inhibitoren, weil alle haben das Potenzial, Hypertension zu bahnen. Die anderen BTK-Inhibitoren natürlich in wesentlich weniger Häufigkeit. Vorflimmern ist nicht nur am Anfang ein Problem, sondern auch über die Jahre. Das Problem ist konstant. Die großen Blutungen, also die Wettpurpura bzw. gerade 3-4 Blutungen, sind zum Glück bei den BTK-Inhibitor seltener. Jeder, der CLL-Patienten behandelt, kann 1 bis 2 Fälle aus seiner Praxis erzählen, wo schwere GI-Blutungen oder vor allem auch CDNS-Blutungen aufgetreten sind. Daher war es sinnvoll, weitere BTK-Inhibitoren zu entwickeln. Der zweite, der den Zulassungsstatus schon vor der oder ganz zu Beginn der Covid-Pandemie erreicht hat, ist Acalabrutinib, ein Zweitgenerations-BTK-Inhibitor, der im Gegensatz zum Ibrutinib 2-mal täglich zu geben ist und im Gegensatz zu den Ibrutinib-Zulassungsstudien, die ja teilweise Rituximab als nicht additive Vorteil gesehen hat und Obinutuzumab in der Illuminate-Studie keinen Kontrollarm mit Ibrutinib Mono gehabt hat, sehen wir hier eine gut aufgelegte Studie, die zur Zulassung von Acalabrutinib plus Obinutuzumab oder auch in der Monotherapie für therapienaive CLL-Patienten geführt hat. Wir sehen wieder ältere Patienten oder jüngere komorbide Patienten. 17b war hier erlaubt. Die Studie hat Obinutuzumab, Chlorambucil, muss man auch sagen, keine gute Idee, 17b-Patienten im Rahmen einer klinischen Studie damit zu behandeln, aber die Studie war doch auch länger unterwegs, auch eine große Studie. Und dreiarmig, Acalabrutinib in der Monotherapie als Arm B, Arm A, zusätzlich 6 Zyklen, das heißt 8 Gaben Obinutuzumab und der Vergleichsarm die Chemoimmuntherapie für 6 Monate. Primärer Studienendpunkt war das progressionsfreie Überleben und es war möglich für Patienten, die im Arm C progredient waren, in den Arm B in die Monotherapie, in der Monotherapie Acalabrutinib zu wechseln. Und hier sehen Sie die Daten, die heuer präsentiert wurden. Das ist mittlerweile auch schon das 5-Jahres-Update. Die wurden von Jeff Sharman, der letztlich auch an einem Buch beteiligt ist, was ich gelesen habe, zufällig einer der Patienten, der den ersten Patienten weltweit mit Ibrutinib behandelt hat, vor ungefähr über 10 Jahren, so 13 Jahren oder so, hat das sowohl beim ASCO als auch beim EHA präsentiert. Und hier sehen Sie durchaus einen signifikanten Vorteil. 5-Jahres-PFS, 84% für die Kombination Anti-CD20 Acalabrutinib und ein Inkrement von 12%. Man muss dazu fügen, dass die Studie nicht gepowert war, die beiden Acalabrutinib-Arme zu vergleichen. Aber 12% ist durchaus etwas, wo ich sage, hier
würde ich darüber nachdenken, wenn man jetzt von den Pandemiezeiten absieht, einen Anti-CD20-Antikörper zum Acalabrutinib hinzugeben. Was man natürlich auch machen könnte, das haben wir auch öfter schon diskutiert, mit Acalabrutinib Mono anzufangen und quasi mit dem Anti-CD20-Antikörper ein bisschen nachzusalzen, wenn das Ansprechen nicht ausreichend ist. Hier gibt es natürlich auch die Daten, und das sind doch in jedem Arm ungefähr 25 Patienten für die 17B-Alterierten, das heißt die Höchstrisikopatienten. Hier sieht man zwei Dinge: Chemoimmuntherapie, keine gute Idee, medianes PFS ein bisschen über einem Jahr. Und hier bringt zumindest auf dieser kleinen Stichprobe fußend die Zugabe des Anti-CD20-Antikörpers, das würden wir auch so erwarten, keinen Benefit. Beide Arme haben das gleiche PFS nach 5 Jahren. Nun noch zu den IGHV-alterierten Patienten. Oben sehen Sie die IGHV-unmutierten. Das ist immer dort, wo der Chemoimmuntherapie stark abstürzt, ist IGHV-unmutiert. 4% nach 4 Jahren, das sind noch die 4-Jahresdaten. Oben sehen Sie die 5-Jahresdaten. Hier scheint auch die Zugabe des Anti-CD20-Antikörpers einen signifikanten oder zumindest einen klinisch relevanten Benefit zu bringen. Wie sieht es hier mit den Toxizitäten aus? Hier jetzt für alle drei Arme und ich würde fokussieren auf die höhergradigen Toxizitäten. Hier sieht man doch 10% kardiale Ereignisse, aber nur 1% Vorflimmern. Starke Blutungen ungefähr 4%. Hochdruck deutlich geringer, als wir das vorher mit Ibrutinib gesehen haben. Die Infektionen sind hier natürlich vor allem mit dem Obinutuzumab, der Anti-CD20-Antikörper, führt natürlich zu einer massiven Hypogammaglobulinämie, deutlich verstärkt. Der dritte BTK-Inhibitor, der uns auch jetzt schon zwar nicht erstattet, allerdings zugelassen zur Verfügung steht, nämlich bei der CLL, in der Primärtherapie, im Rezidiv und auch beim Morbus Waldenström, im Rezidiv oder bei Chemoimmuntherapie unfitten Patienten und auch in der zweiten Linie beim Marginalzonenlymphom, ist Zanubrutinib ein asiatisches Produkt, das in der Zulassungsstudie hier 2x160 mg gegeben wird. Es gibt auch die Möglichkeit, einmal täglich 320 mg zu geben. Die Zulassungsstudie war die Sequoia-Studie, die von ConTam aus Australien mehrfach präsentiert wurde. Hier gibt es auch vor allem die Kohorte 1, das ist hier wieder ohne 17B, eine bisschen später durchgeführte Studie, wo man schon gewusst hat, 17B und Chemoimmuntherapie ist keine gute Idee. Allerdings auch wieder fast 500 Patienten, Erbender verglichen mit Zanubrutinib, wieder Dauertherapie. Und Sie sehen hier ein 2-Jahres-PFS, und das sind die rezentesten Daten, die präsentiert wurden. Beim ESH vor ein bisschen über einem Jahr von 86%. Und das habe ich Ihnen auf der rechten Seite hingeschrieben, die Schwesterstudie mit Ibrutinib in der Alliance-Studie, wo genau der gleiche Vergleich getroffen war, wo es zwar noch einen Arm mit IR gab, aber hier sieht man sehr schön, dass das nahezu identisch 86% versus 87%. Kurz wieder zu den Toxizitäten. Hier sieht man, dass natürlich bei kürzerem Follow-up, aber das Vorflimmern und das Blutung noch ein geringeres Problem ist. Allerdings, und das macht Zano, das hat man auch schon in den ersten Daten beim Waldenström gesehen, macht ein bisschen mehr Neutropenie als die anderen beiden BTK-Inhibitoren, die uns momentan zur Verfügung stehen. Das sollte man wissen, vor allem wenn wir dann, sobald Zanubrutinib erstattet sein wird, also Brukinsa, und es ist davon auszugehen, dass alle drei BTK-Inhibitoren von den Monatskosten mehr oder weniger ident sind. Also hier sind die Toxizitäten wahrscheinlich das, was den Unterschied macht zwischen den drei BTK-Inhibitoren. Wobei das vielleicht durch eine Studie, die ich ganz am Ende zeigen werde, noch einmal in Frage gestellt wird. Ein neuer BTK-Inhibitor, nicht kovalent, das heißt reversibel, bindet das Pirtobrutinib. Anthony Mato reist seit Jahren mit dem Medikament herum. Das wird eingesetzt bei allen B-Zellerkrankungen, DLBCL, CLL, Mantelzell-Lymphom, Marginalzonen-Lymphom, Waldenström. Und diese Bruin-Studie ist ein Basket-Trial, wo, glaube ich, mittlerweile 700 oder 800 Patienten drinnen sind, unter anderem ein Drittel davon 250 Patienten mit CLL, die alle vorbehandelt sind im Schnitt mit 3 Linien. Und das Interessante davon, es sind alle vorbehandelt mit einem BTK-Inhibitor und nahezu alle mit Chemoimmuntherapie, die Hälfte mit Venetoclax und ein Fünftel mit den nicht mehr sehr am Vog befindlichen P3-Kinase-Inhibitoren. Auch KT-Zellen sind hier vorher schon verwendet worden. Das heißt,
Späte Therapielinien, 11 Jahre im Schnitt sind die Patienten schon der CLL erkrankt und ein signifikanter Prozentsatz, nämlich ungefähr ein Drittel, sind auch BTK-Mutationsträger. Das heißt, auf die kovalenten BTK-Inhibitoren können hier keine Wirkung mehr entfalten. Und auch einige Patienten, nämlich 18, haben eine Downstream-Phospholipase C-Gamma-2-Mutation. Sonst sieht man natürlich wie in allen Rezidivstudien eine Kumulation der ungünstigen Risikofaktoren. Fast alle Patienten sind IGF-1 unmutiert. Gut, die Hälfte haben irgendeine Form einer 17B-Alteration. Ungefähr die Hälfte hat auch einen komplexen Karyotyp. Und der überwiegende Mehrteil dieser Patienten ist vom BTK-Inhibitor, welchen auch immer, genommen worden, weil er progredient war. Das ist ja bei der CLL üblicherweise, zumindest unter Ibrutinib, nicht immer der Fall. Aber hier sind doch 3/4 der Patienten progredient gewesen. Das Swimmers-Plot zeigt sehr schön, dass fast alle Patienten ansprechen. Und dieses Ansprechen ist unabhängig davon, ob die Patienten jetzt BTKI exponiert sind oder sogar BTKI und auch BCL2-Inhibitoren exponiert sind. Hier sind auch signifikante Patientengruppen, nämlich 100 Patienten, die schon beide Substanzen gesehen haben. Das heißt also hier ein Medikament, und das gibt es auch, das ist LOXO-305 war der frühere Name, wurde mittlerweile für den europäischen Markt von Lilly übernommen. Und es gibt es auch als Compassionate Use bei der CLL. Allerdings müssen die Patienten, wie gesagt, schon einige Therapielinien hinter sich gebracht haben. Und mittlerweile gibt es auch erstmals ansprechende PFS-Daten mit entsprechendem Follow-up, durchaus 1,5 Jahre. Und wenn Sie an Ihre refraktären CLL-Patienten denken, sehen Sie, dass nach 1,5 Jahren noch mehr, ungefähr die Hälfte der Patienten progressionsfrei ist. Das ist durchaus ein großer Erfolg. Und wenn ich gleich weitergehen darf, hier sieht man, dass das unabhängig davon ist, ob die Patienten eine BTK-Mutation haben, auch ziemlich unabhängig, ob die Patienten 17b alteriert sind und auch altersunabhängig. Das heißt, diese Substanz wird kommen, das zeige ich Ihnen gleich noch ganz zum Schluss noch in Studiendaten, die kommen werden. Und es ist auch so, dass diese Substanz relativ inert ist. Wenn Sie sich hier die Toxizitäten, das sind jetzt auch andere CLL-Patienten, nicht nur die, die jetzt in der Studie abgebildet waren, sondern auch SLL-Patienten drinnen. Die Neutropenie bei 3 medianen Vortherapien schockt mich jetzt nicht. Das sind ja massiv vorbehandelte Patienten. Covid ist natürlich bei allen Studien, die in den letzten 3 Jahren gelaufen sind, ein Thema. Aber sonst sehen Sie 3,5% Hypertension höheren Grades, Vorhofflimmern 1%. Und es sind ganz, ganz wenige Patienten von dieser Substanz aufgrund von Toxizitäten abgesetzt worden. Das heißt, diese Substanz eignet sich natürlich auch perfekt als Kombinationspartner, sei es jetzt mit Anti-CD20 und natürlich moderner mit BCL2-Konzepten. An unserem Zentrum ist eine Studie angelaufen, die wird demnächst gelauncht. Das Ethikvotum liegt schon vor. Die BRUIN 314-Studie für Patienten, die entweder therapienaiv sind oder vorbehandelt, sie dürfen nur nicht mit einem BTK-Inhibitor vorbehandelt sein. Es ist eine All-Comer-Studie, bis auf dieses eine Caveat, dass sie eben BTK-naiv sein müssen. Sonst erwartet man ungefähr ein Drittel therapienaive und 2/3 vorbehandelte Patienten, und die Randomisierung erfolgt Arm B, also der Kontrollarm ist die Ibrutinib, so wie wir es kennen, und der Arm A ist Pirtobrutinib, hier die Phase 2-Dosis 200 Milligramm einmal täglich. Und der primäre Studienendpunkt, nachdem wir nicht aufs PFS warten wollen, ich habe Ihnen vorher gezeigt, die Ibrutinib in der Erstlinientherapie 7 Jahres PFS von 60%. Diese Studie wäre dann alt. Das heißt, das Overall Response Rate wird uns relativ schnell oder durchaus schneller ein schlüssiges Ergebnis bringen. Und es ist zu erwarten, dass die Patienten dadurch, dass sie weniger Toxizität haben und dass auch die Mutationen keine große Rolle spielen, ein besseres Response haben als mit Ibrutinib. So viel zu einerseits BCL2-basierte zeitlich limitierte Therapie und BTKI, entweder mit oder ohne Anti-CD20-Antikörper in der Dauertherapie. Dauertherapie ist in der heutigen Zeit nicht sexy, weder für den Arzt noch für den Patienten. Er wird jeden Tag an seine Krankheit erinnert. Deswegen wurden Konzepte entwickelt, beide zielgerichteten Therapien zu kombinieren.
Die ersten Daten im Phase-2-Setting hat die Captivate-Studie gebracht. Für eine Phase 2 eine relativ große Studie. Da gab es zwei Konzepte. Entweder ein Fixed-Dose-Regimen, und das entspricht zufälligerweise auch dem Regimen, wie es in der Zulassung ist, das heißt ein Lead-In von 3 Monaten Ibrutinib, so wie wir es kennen, dann das Einrampen von Venetoclax und dann die Kombination über insgesamt 12 Zyklen. Und Patienten wurden dann in der Fixed-Dose-Therapie abgesetzt. Und es gab aber auch eine MRD-Studie zu demselben, mit demselben Induktionsprotokoll. Da zeige ich Ihnen gleich die Daten dazu. Das Wichtigste ist hier, und wir haben auch schon einige Patienten mit dieser Kombination behandelt, dass nach den 3 Monaten Ibrutinib-Lead-In das Rampen kein Problem darstellt. Die Tumormasse ist deutlich reduziert. Es gibt kein klinisches Tumoralyse-Syndrom und es gibt auch kaum oder beziehungsweise gar kein laborchemisches Tumoralyse-Syndrom. Das heißt, diese 3 Monate Lead-In-Phase machen das Ramp-Up sehr, sehr smooth. Hier die MRD-Daten nach diesen 15 Monaten, wovon 12 Monate kombiniert waren. Hier sieht man, dass 3/4 der Patienten im peripheren Blut und 60% im Knochenmark angesprochen haben. Und unabhängig davon, ob sie 17B deletiert waren oder nicht. Und es gab jetzt ein Update beim ESH, und zwar für die MRD-Kohorte nur noch. Die MRD-Kohorte, sie sah so aus, wenn der Patient nach den 15 Monaten MRD negativ war, wurde er randomisiert in entweder Ibrutinib-Fortsetzung oder Placebo. Für die Patienten, die MRD positiv waren, und diese Daten wurden aber nicht präsentiert, sind auch weniger Patienten, weil ja so viele MRD negativ waren. Diese Patienten wurden randomisiert, entweder Ibrutinib-Fortsetzung oder Fortsetzung der Kombination Ibrutinib und Venetoclax. Und hier sieht man, dass nach diesen 15 Monaten es ein bisschen was bringt, das Ibrutinib fortzusetzen. Und wir sind ja schon beim 4-Jahres-PFS. Und es Frage stellt sich, ob das den pharmaökonomischen und den Benefit auch der Toxizität wert ist, wenn man hier spricht von 48 Monaten PFS-Raten von 88% bzw. 95% oder auch IGHV-mutierte und unmutierte und das Gesamtüberleben nahezu identisch, sogar besser im Placebo-Arm, weil es mit Ibrutinib-Arm einen Todesfall gab. Phase 2-Daten, es wird auch heftig kritisiert, dass immer nur die MRD-Patienten, MRD-negativen Patienten präsentiert werden, das sind natürlich die Best of the Best, 15 Monate Therapie mit beiden zielgerichteten Substanzen, MRD-negativ, das ist also das Beste vom Besten, hat nichts zu tun mit Intention to Treat. Darum war es auch wichtig für die Zulassung, dass es eine randomisierte Phase 3 Studie mit dieser Kombination gab, wieder das gleiche, 420 Milligramm Ibrutinib-Lead-In und dann 12 Monate die Kombination versus Chemoimmuntherapie. Hier wieder schon eine später durchgeführte Studie, wo TP53 Patienten ausgeschlossen waren und es waren wieder ältere oder komorbide Patienten. Randomisiert 1:1 und die primäre Studienendung war das progressionsfreie Überleben, ist mittlerweile auch schon nachzulesen, allerdings nicht im New England Journal of Medicine, sondern im New England Journal of Medicine Evidence, ein Ableger vom Bostoner Journal. Die Studie war nicht sehr groß, ungefähr 210 Patienten, also ungefähr 105 bzw. 108 Patienten in jedem der beiden Arme. Die Studie wurde auch schon mehrfach präsentiert. Heuer wurden die Updates fürs PFS, fürs OS und für die MRD-Analyse geliefert. Und die sind meiner Meinung nach das fast spannendste, was beim ESH präsentiert wurde. Wir sehen hier jetzt das 4-Jahres-PFS mit 75%. Mit 15 Monaten Therapie. Der Chemoimmuntherapiearm ist dort, wo wir ihn ungefähr erwarten würden. 80%ige Risikoreduktion. Unten habe ich Ihnen aufgetragen aus der CLL14-Studie. Die Patienten dort waren komorbider und die Therapie war nach einem Jahr schon zu Ende und sie hatten keinen BTK-Inhibitor, der entsprechende Toxizitäten bringen könnte. Gleiches PFS. Womit kauft man sich das ein? IV macht mehr Infektionen, macht mehr Diarrhoe, das ist allerdings meistens kein großes Problem. Natürlich die BTK-spezifischen Toxizitäten, Hochdruck, Vorflimmern, auch in der zeitlich limitierten Therapie, zwar nicht so ein großes Thema, aber auch nicht nichts.
Wenn man sich das Paper genau durchliest, sieht man im IV-Arm 4 unerklärte Todesfälle kardialer Natur. Das ist, wenn man sich die Literatur zu Ibrutinib anschaut, ungefähr immer so zwischen 3 und 7%. Das heißt, Sie müssen wissen, Vorarrhythmien sind zwar häufiger, aber die Kammerarrhythmien sind das Problem, woran die Patienten dann unerklärlich und rasch sterben. Hier wurden erstmals systematisch in einem randomisierten Phase-3-Setting die für diese Kombination die MRT-Daten erhoben. Und hier sieht man sehr schön, dass natürlich in einer randomisierten Phase-3-Studie, dass die MRT-Rate nicht mehr so hoch ist wie in der Best of the Best Captivate-Studie. Hier reden wir von ungefähr 50%. Und hier sehen wir auch, dass diese MRT-Negativität quasi linear nach unten geht. Sie können rechnen davon, dass Sie in jedem Jahr ungefähr 5% der Patienten oder ein Zehntel der Patienten wird wieder MRT-positiv. Interessanterweise hat das gar keinen so großen Einfluss auf das progressionsfreie Überleben. Natürlich spielt die MRT-Negativität eine Rolle bei der Chemoimmuntherapie. Das wissen wir aus den großen randomisierten CLL-8, CLL-10-Studien. Hingegen bei der zeitlich limitierten BTKI-BCL-2-Hämmer-Kombination ist dieser Unterschied gar nicht so groß. Und ich werde Ihnen auch gleich zeigen, warum. Wo der Unterschied groß ist, und das hat mich doch etwas überrascht, ist die Unmutierten droppen doch deutlich gegenüber den Mutierten. Ich hatte mir erhofft, dass mit dieser zeitlich limitierten Therapie die Unmutierten doch besser gehen. Und hier sieht man doch einen deutlichen Drop. Hier haben wir ein 3-Jahres-PFS von nur noch 70%. Allerdings hat sich das noch nicht, diese Progression noch nicht in einen Therapiebedarf übertragen. Hier sehen Sie, dass nach wie vor über 90% der Patienten nach 3,5 Jahren keine Behandlung brauchen, auch die Unmutierten. Das heißt also, wir merken uns, für die Gesamtkohorte ist die MRT-Negativität gar nicht so wichtig. Unmutierte EGFR-Patienten gehen signifikant schlechter. Und das liegt daran, dass vor allem die unmutierten Patienten ihre MRT-Negativität verlieren. Sie haben zwar nach Ende der Therapie einen deutlich signifikant höheren MRT-Negativ, 60% versus 40%, aber die Patienten, die mit mutierten EGFR-Status MRT-Negativ werden, die bleiben MRT-Negativ interessanterweise und über relativ stabil 40-45%. Und dieser Drop, den wir für die Gesamtkohorte gesehen haben, der wird getragen von den unmutierten Patienten. Das heißt, man kann sagen, dass Patienten, das Risiko des unmutierten EGFR-Status ist höher als das Nichterreichen der MRT. Und das sieht man hier auch sehr schön. Sie sehen hier, dass für die Mutierten die undetectable MRT gar keine große Rolle spielt, hingegen für die unmutierten Patienten doch. Und das ist, glaube ich, die Hauptaussage von dieser Analyse. Das heißt, wir sehen, dass unter dieser Therapie die unmutierten Patienten doch deutlich droppen. Und das ist deswegen, weil sie die negative MRT nicht halten können mit dieser Therapie. Overall Survival, ein signifikanter Benefit. Das ist eine Phase, also eine der wenigen randomisierten, wie vorher gesagt, das gibt es kaum. Hier ist dieser Nachteil, den Sie mit Chemoimmuntherapie haben, bei älteren komorbiden Patienten nicht mehr aufzuholen. Und rechts möchte ich Ihnen nur zeigen, woran sind die Patienten gestorben. Die meisten Patienten im Obiclorambucil-Arm sind an Infektionen gestorben. Die Ibrovenetoclax-Arm sind an anderen Ursachen. Hier fallen natürlich wieder die anderen ein. Und hier sieht man unten noch im Kleingedruckten kardiale Todesfälle, CNS-Todesfälle, Neoplasma etc. Letztlich wird die Frage, die sich natürlich stellt, welche dieser drei Konzepte, die ich Ihnen jetzt vorgestellt habe, ist das attraktivste für den Patienten, für den, je nach dem Risikoprofil, wird durch die CLL-17-Studie beantwortet werden. Die CLL-17-Studie hat wahnsinnig schnell rekrutiert. Die wurde gestartet im März 2021 außerhalb ausgewählter Zentren, die schon früher gestartet haben. Und letztlich wurde sie ein Jahr früher fertig rekrutiert und wir reden hier von 900 Patienten, die in einem großen europäischen mit Israel zusammen Effort
rekrutiert wurden. Und es ist eine dreiarmige Allkammer-Studie, es sind alle Patienten abgebildet, fitte, unfitte, 17b, nicht 17b, mutiert, unmutiert. Und es sind alle drei Konzepte abgebildet. Ibrutinib in der Dauertherapie, Obinutuzumab Venetoclax auf 12 Monate begrenzt und Ibrutinib Venetoclax auf 15 Monate begrenzt. MRT-getriggerte Therapie, alles drei, entweder Dauertherapie oder Fixed Duration. Und ich erwarte mir sehr viel von der Studie. Die ersten Daten sind für 2024 zu erwarten und wahrscheinlich eher oder eher ASH. Und wir werden hier auch ungefähr in jedem Arm, sollten wir nicht vergessen, ungefähr 75 bis 80 Patienten mit 17-Beta-Läsionen haben. Und hier erwarte ich mir doch interessante Antworten auf die Frage, welcher Patient welche Therapie in der Erstlinie bekommen sollte. Zwischenzeitlich haben wir eine andere Erstlinienstudie laufen bei unserem Zentrum, die demnächst initiiert wird. Das ist eine Patientenstudie für Hochrisiko-CLL-Patienten, wo ja zurzeit mehr oder weniger etablierte Standard ist, eine Dauertherapie mit einem BTK-Inhibitor. Ich hoffe, das habe ich Ihnen zeigen können. Die CLL16-Studie. Hier werden 17B-Patienten und Patienten mit komplexen Karyotyp, das ist auch ungefähr 15%, das ist nicht ganz redundant mit den 17B-Alterationen, es gibt durchaus auch Patienten, die einen komplexen Karyotyp haben, ohne 17B alteriert zu sein. Und hier ist der Standardarm wieder einmal Obinutuzumab Venetoclax und im experimentellen Arm wird Acalabrutinib dazugegeben, Zweitgenerations-BTK-Inhibitor, der in der Induktion dazugegeben wird. Und für Patienten, die nicht MRD-negativ sind nach den 14 Monaten, ist noch eine Erhaltungstherapie möglich für einen definierten Zeitraum. 200 Patienten knapp sollen eingebracht werden. Das Problem ist, dass wir immer mehr merken, dass die IGF-unmutierten Patienten eigentlich auch Hochrisiko sind. Und es gibt durchaus auch IGF-unmutierte Patienten, die keine 17B-Alteration haben und auch keinen komplexen Karyotyp. Und darum, diese Studie hätte schon vor einiger Zeit starten sollen. Es ist ein Amendment pending, das möglicherweise auch diesen genetischen Risikofaktor noch als Einschlusskriterium abbilden möchte. Die nächste große Allkammer-Studie der deutschen CLL-Studiengruppe wird zurzeit heftigst diskutiert. Der momentane Vorschlag für die genannte CLL18-Studie ist wiederum dreiarmig, wiederum ungefähr 800 bis 900 Patienten als Referenzarm, das mittlerweile altbekannte und bewährte Obinutuzumab Venetoclax in der zeitlich limitierten Kombination. Und es wird zwei Arme geben mit Venetoclax plus BTK-Inhibitor. Einer wird zeitlich limitiert sein mit den 15 Monaten, wie wir es aus der Zulassung kennen. Und der dritte Arm wird MRT getriggert sein. Ein interessantes, modernes Konzept und es werden zwei Sachen verglichen. Es wird verglichen die MRT-guided Therapie mit der Kombination versus dem Standard und ob MRT getriggerte Therapie besser ist als zeitlich limitierte Therapie mit denselben Medikamenten. Wichtig ist noch zu sagen, die Fragen, die offen sind, welcher BTK-Inhibitor wird gewählt. Momentan schaut es so aus, als würde das Pirtobrutinib sein. Und es ist auch noch nicht ganz klar, die Zeitpunkte der MRT-Messung und ob nicht, die Frage ist immer, MRT-guided, das würde bedeuten, MRT-Negative können stoppen, MRT-Positive werden weiter therapiert, aber natürlich könnte man auch über eine Therapie eine größere Therapieintensität nachdenken. Das heißt, ich schließe die Ersttherapie ab. Was sind die Vorteile einer BTK-Inhibitor-Therapie? Es ist so ziemlich allen Subgruppen in der Dauertherapie wirksam, es ist ambulant zu managen, kein Problem, man hat kein Problem eines Tumorlyserisikos. Der Nachteil ist natürlich die Dauertherapie und vor allem für die BTK-Inhibitor der ersten Generation die kardiovaskulären Nebeneffekte. BCL2-basierte Therapie ist zeitlich limitiert. Sobald der Ramp-up vorbei ist, ist das Problem meistens auch vorbei. Ich habe Ihnen gezeigt, I plus V ist auch das kein Problem mehr. Natürlich haben wir vor allem bei Hochrisikopatienten ein verkürztes PFS. Das TLS-Monitoring ist vor allem im niedergelassenen Bereich ein Problem.
Der Vorteil der limitierten Therapie, und das zeige ich aus Zeitgründen nicht, aber da gibt es genug Analysen, ist, dass vor allem auch keine Resistenzmutationen auftreten. Dass je länger ich den Klon einen Druck auferlege, desto häufiger passiert es, dass sowohl BTKI-Mutationen oder auch BCL2-Mutationen auftreten. Und ich möchte Ihnen auch nicht verschweigen, dass es mittlerweile auch schon Mutationen gibt auf die nicht kovalenten BTK-Inhibitoren, wenn sie nur lang genug gegeben werden. Das heißt, wir wissen, die Oncopedia-Guidelines werden erst kommen. Hier die ESMO-Guidelines, die schon ein bisschen adaptiert wurden von mir, für die Hochrisikopatienten BTK-Inhibitor-Therapie eventuell kombiniert mit Venetoclax. Hier würde ich aber ja MRT-getriggert vorgehen. Und natürlich die Patienten mit eher Zweitgenerations-BTK-Inhibitoren, also ich habe in der Monotherapie schon lange keine Ibrutinib außerhalb einer klinischen Studie in der ersten Linie verordnet. Für die Low-Risk-Patienten ist das Goldstandard aus CLL14, Ven-Obi. Kann man sich natürlich überlegen, niereninsuffiziente Patienten, Angst bei großer Tumormasse vor den infusionsassoziierten Nebenwirkungen oder auch Obinutuzumab kann eine massive Tumorlyse machen, eventuell I plus V zu geben. Kein Problem mit der Tumorlyse, ist smoother, was dies betrifft. Und für die Hochrisikopatienten ist immer die Dauertherapie mit einem BTK-Inhibitor der momentane Standard. Die generelle Empfehlung, und damit komme ich auch schon bald zum Schluss, der Rezidivtherapie ist, das zu verwenden, was man in der ersten Linie nicht verwendet hat. Das heißt, also nach einem BTK-Inhibitor bietet sich hier das Murano-Protokoll an, sei es jetzt Venetoclax Rituximab. Ich würde sehr, oder wir machen das, muss ich auch sagen, bei Patienten, wo wir uns für ein Murano-Protokoll entscheiden, dass wir Obinutuzumab nehmen. Und das ist nicht nur der eine Grund, die Ergebnisse der CLL13-Studie, sondern auch, weil wir viele Patienten haben, die noch aus der Chemoimmuntherapie-Ära jetzt rezidivieren und die alle oder viele RFC oder R-Bänder hatten, das heißt, die schon Rituximab präexponiert sind. Und für Patienten, die nach Obi-Wen, wobei ich persönlich noch keinen einzigen therapiebedürftigen Progress nach Obi-Wen gesehen habe, einen BTK-Inhibitor. Und je weiter man nach unten geht, spielt dann natürlich auch zelluläre Therapien eine Rolle. Der Vorteil einer zeitlich limitierten Therapie in der ersten Linie, so wie es Obinutuzumab Venetoclax über 12 Monate bietet, ist natürlich die Möglichkeit, wenn das Ansprechen entsprechend lange war, eine sogenannte Re-Challenge durchzuführen. Das heißt, dass ich habe keine große Gefahr, dass Resistenzmutationen auftreten. Der Patient muss natürlich gut angesprochen haben, eventuell sogar MRT negativ sein. Dann bietet sich die Retherapie an und um das zu prüfen, gibt es die Revenge-Studie, die je nach Ansprechen Dauer auf die Ersttherapie entweder eine Wiederholung der Ersttherapie oder eine Eskalation auf 24 Monate, so wie es im Murano-Protokoll vorgesehen ist. Eine kleine Studie, aber wie gesagt, es sind noch nicht viele Patienten nach Obi-Wen progredient gewesen und ich kann nur empfehlen, die Studie läuft in einigen Zentren in Österreich, ist natürlich eine hochrelevante Fragestellung und nachdem diese Patienten nicht sehr häufig sind bisher, würde ich vorschlagen oder empfehlen, dass sie an ein Zentrum schicken, wo diese Studie durchgeführt wird. Nur noch kurz zu den randomisierten Phase 3 Studien, Head-to-Head Studien, die BTK-Inhibitoren erster und zweiter Generation miteinander verglichen haben. Zuerst die bereits schon länger durchgeführte, die im EHA21 schon präsentierte und auch schon publizierte ELEVATE-RR-Studie, die bei auch einer erkläglichen Zahl von fast 550 vorbehandelten CLL-Patienten, die zumindest 17B oder 11Q deletiert sein mussten. Das heißt also, das ist wirklich die Negativauslese einer rezidivierten CLL, wurden entweder mit dem Standardtherapie, also Standarddosis Ibrutinib oder mit der Standarddosis Acalabrutinib behandelt. Diese Studie wurde als Nicht-Unterlegenheitsstudie angesehen und erst wenn das erfüllt wurde, gab es die Möglichkeit des zweiten Endpunkts und hier waren vor allem Toxizitätsissues und das Gesamtüberleben ein Thema. Und hier ist das Ergebnis der Nichtunterlegenheit, der primäre Studienendpunkt, das progressionsfreie Überleben und der ist exakt gleich in beiden Armen, wobei man am Anfang das Gefühl hat, die dunklere Kurve Acalabrutinib schwimmt ein wenig auf der Ibrutinib-Kurve, aber im Medianen kein Unterschied. Mit einer Hazard Ratio von 1,0 eine Punktlandung
Und natürlich der Vorteil, das habe ich in einem indirekten Vergleich schon in der ersten Linie gezeigt, der Toxizitäten. Hier sehen Sie, links sind alle gerade, rechts sind die schweren gerade, eine Verdopplung der Vorflimmer-Episode und der Ibrutinib, ungefähr 13% mehr Bleeding-Events. Man muss allerdings dazu sagen, dass die Grad 3, 4 oder mehr Toxizitäten weder beim Vorflimmern noch bei den Blutungen verstärkt waren unter Ibrutinib. Wo ein großer Unterschied ist, ist beim Hochdruck, und der ist ja vor allem ein kumulatives Problem. Hier sehen wir eine fast Verdreifachung und bei den schweren Events eine Verdopplung. Und hier sieht man sehr schön, dass diese beiden BTK-Inhibitoren gleich effektiv sind. Allerdings dass Ibrutinib doch nebenwirkungsreicher ist als Acalabrutinib, was jetzt vor allem die BTK-spezifischen Toxizitäten betrifft. Die Schwesterstudie, die bei einem nicht ganz so negativen Patientenkollektiv, auch bei einer großen Zahl, also über 650 Patienten, randomisiert vorbehandelte CLL-Patienten, ohne jetzt genetische Auslese zu treffen, Zanubrutinib versus Ibrutinib, wieder als Nicht-Unterlegenheitsstudie, und vor allem war die Overall Response Rate hier der primäre Studienendpunkt, und erst dann, wenn das gewährleistet wurde, konnte auf die sekundären Endpunkte geschaut werden. Die ersten Daten wurden bereits 2021 von Pete Hillman präsentiert beim EHA, wurden dann letztlich im JCO publiziert, das waren aber mit kurzem Follow-up von 15 Monaten und weniger Patienten. Und beim ASH jetzt wurde von Jennifer Brown die finale Analyse nach Einschluss aller Patienten berichtet, und die Wertigkeit der Studie zeigt sich auch daran, dass das als Late-Breaking Abstract Nummer 6 präsentiert wird, das heißt in der zweiten Plenary Session, und wie es bei diesen großen Studien nicht unüblich ist, zeitgleich sogar das Abstract war aus und es kam das Mail von New England Journal of Medicine, dass diese Studie dort publiziert wurde. Und hier sind noch die Daten von der ersten Analyse, das heißt also nach einem kurzen Follow-up mit einem 12 Monaten Progression-Free Survival mit einem Zugewinn von 10% fürs Zanubrutinib, also anders als beim Acalabrutinib, hier einen Zugewinn im progressionsfreien Überleben, wobei ich habe Ihnen gezeigt, dass am Anfang die Acalabrutinib-Kurve auch drüber geschwommen ist, das könnte man hier auch vermuten. Die Toxizitäten bei kürzerem Follow-up als in der Schwesterstudie auch deutlich zum Vorteil des Zweitgenerations-BTK-Inhibitor. Kaum Vorflimmer-Episoden, nur 1% höhergradig und auch weniger kardiale Toxizitäten. Wenn wir uns allerdings wieder die Neutropenie anschauen, hier vor allem die allen gerade mit 28 versus 22, da sollten Sie bedenken, wenn Sie Zanubrutinib einsetzen, die Neutropenie könnte ein Thema sein. Nun, wie gesagt, das Update, das ist direkt aus dem ASH-Abstract mit mittlerweile einem Follow-up von 30 Monaten, sehen Sie, dass wir einen Zugewinn bei der Gesamtkohorte haben von 12% im progressionsfreiem Überleben. Und was noch eindrucksvoller ist, ist der Zugewinn bei den 17B-Patienten. Und hier sind in jedem Arm durchaus 75 Patienten, also das ist eine signifikante Stichprobe, haben wir einen Zugewinn von nahezu 20% im PFS. Also diese Daten, das Manuskript muss man lesen, das Supplement muss man lesen, es gibt ein paar Caveats, es sind von den 650 Patienten drei, also die Hälfte aus drei Ländern, es sind über 200 polnische Patienten inkludiert, über 100 chinesische Patienten und ungefähr 50 tschechische Patienten. Allerdings ist auch aus allen Ländern, anderen großen Ländern, Patienten rekrutiert. Und auch das Gesamtansprechen zeigt einen Zugewinn von 10%. Wesentlich weniger Patienten werden abgebrochen. Das Vorflimmern ist jetzt nach mit dem längeren Follow-up auch halbiert. Das, was schon sehr suggestiv ist, dass Grad 5 Toxizitäten kardialer Natur 6 Patienten betroffen hat im Ibrutinib-Arm und keinen im Zanubrutinib-Arm. Die Gesamttodesfälle 15 versus 18 sind nicht so stark unterschiedlich. Was bedeutet das nun? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Man muss davon ausgehen, dass Zanubrutinib zumindest in dieser Situation im Rezidiv effektiver ist als Ibrutinib, besser verträglich. Das wussten wir schon. Ich habe Ihnen hier noch einmal aufgetragen, die Alpine-Daten links und rechts die Resonate-Daten. Das ist die Zulassungsstudie gewesen für Ibrutinib im Rezidiv der CLL. Das ist schon lange her, diese Studie, und der Vergleich Arm
beinhaltet ein Medikament, nämlich das Ofatumumab, das wir gar nicht mehr verwenden heutzutage, das auch nicht mehr am Markt verfügbar ist. Aber wenn wir uns diese zwei Kohorten indirekt, die Ibrutinib-Arme, vergleichen, sehen wir, dass das Risikoprofil in der Resonate-Studie sogar etwas schlechter war, mehr Linien, mehr 17b alterierte Patienten, wir allerdings 9 Monate mehr PFS haben und 6% weniger Abbrüche aufgrund von Toxizitäten. Hier musste man sich vielleicht noch einmal genauer anschauen, was sind die Kriterien. Wenn man mit Fachleuten spricht, glauben die Fachleute, dass das der Vorteil an der zweimal täglichen Gabe möglicherweise mit den Spiegeln liegen dürfte. Dazu kann ich zu wenig sagen. Ich habe noch keinen Patienten bei CLL mit Samoprotinib behandelt, allerdings bei Waldenström schon einige. Und ich habe Ihnen am Anfang erwähnt, BTK-Inhibitoren, auch nicht kovalente, gibt es auch schon Resistenzmechanismen und hier gibt es neue Konzepte, sogenannte BTK-Degrader, die eben anders binden an BTK und eine Verbindung eingehen zwischen Cereblon und dem Ligase-E3-Komplex und das führt dazu, dass BTK ubiquitiniert, so ähnlich wie bei den Proteasomen-Inhibitoren, und abgebaut wird. Das heißt also, diesem Medikament, da gibt es wenige also die Fallzahlen sind gering, aber hier gibt es schon Konzepte für, was mache ich, wenn alle BTK-Inhibitoren versagt haben. Und damit bin ich am Ende und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ich freue mich schon auf die Diskussion. Thomas, herzlichen Dank für den tollen Vortrag. Schön schon immer gleich kommentiert, nicht nur präsentiert. Ja, ich darf die Diskussion starten. Wir haben, wie du gesagt hast, Dauertherapien versus zeitlich limitierte Therapien. Und wir alles, insbesondere die Patienten, lieben natürlich zeitlich limitierte Therapien. Die Frage ist, wir sehen oft auch Toxizitäten bei den zeitlich limitierten Therapien, das heißt Dosisreduktionen, kurze Unterbrechungen, insbesondere am Anfang, und haben dann oft am Ende die Frage, soll man einfach absetzen nach dieser gewählten und definierten Zeit? Soll man MRD messen, so wie es überall in den Studien gemacht ist? Und hat das überhaupt eine Konsequenz? Würden wir dann sagen, wir verlängern die Therapie? Also die erste Antwort ist, am Anfang haben ja die Patienten mit CLL selten Neutrophile. Das heißt, die fangen ja eigentlich Granulopen an und im Ramp-up würde ich, wenn geht, keine Unterbrechung empfehlen, sondern eher GCSF-Gabe, außer es kommt zu Grad 3-4 Infektionen. Im Verlauf kann man dann durchaus Dosisreduktionen machen, das ist eh, wie es in der Fachinformation beschrieben ist. MRD ist meiner Meinung nach noch nicht ready for Primetime. Wenn ich das bei Patienten außerhalb von Studien mache, dann eher um die Therapie abzukürzen. Wenn ich Patienten sehe, die zum Beispiel Venetoclax nicht gut vertragen und immer wieder Probleme haben, möglicherweise auch Niereninsuffizient sind, dann ist es schon vorgekommen oder vielleicht auch eine Covid-Infektion haben, was ja nicht so selten war. Und ich dann überlege, setze ich ihm noch, höre ich nach 9 Monaten auf oder gebe ich ihm noch die 3 Monate dazu, dann kommt es doch vor, dass ich MRD bestimme und wenn der MRD negativ ist, dass ich dann besseres Gewissen habe, wenn ich ihm die Therapie absetze. Aber gerade in der ersten Linie verlängern tun wir eigentlich nicht. Also das machen wir gar nicht. Ich sehe, muss ich sagen, im Rezidiv immer wieder Patienten, vorbehandelte Patienten, Murano, vielleicht zweite, dritte Linie, wo der Patient durchaus länger das Venetoclax hat, wenn er es gut verträgt. Aber in der ersten Linie eigentlich nicht. Okay. Also das heißt, im Rezidiv, in der zweiten oder dritten Linie, dort ist es schon ein Thema für euch. Prinzipiell ja. Und es gibt ja auch die Zulassung fürs Venetoclax in der Monotherapie. Und da ist es ja als Dauertherapie zugelassen. Die ganz ersten Daten waren ja in der Monotherapie. Und ich habe noch immer, ich würde mal sagen, eine Handvoll Patienten, die Venetoclax dauerhaft schlucken, da mache ich auch immer wieder MRT, das sind aber alle 17B-Patienten, wo ich mich nicht traue aufzuhören. Aber du musst dazu sagen, die CLL-Patient ist ein älterer Patient und die werden ja auch immer älter und manche sterben auch an anderen Dingen als an der CLL. Leider, ja. Was oft mal eine Diskussion ist, wenn jemand sehr hohe Leukozytenzahlen hat, 200.000 oder mehr, wie machst du da ein Debulking?
Also wir machen gerne, also außerhalb von klinischen Studien, wenn der Studie ist man sowieso gebunden, wir geben gern einen Zyklus Bänder. Meistens 70 an zwei Tagen, ja. So wie es von der deutschen Studiengruppe in diesen BAG-Studien vorgelebt wird, und das funktioniert eigentlich sehr gut. Man muss nur aufpassen, dass man dem Patienten nicht so viel Cortison gibt als Antiemetikum, weil sonst spülen sie die Leukozyten aus und der Bändereffekt ist relativ schnell verpufft, zumindest kurzfristig. Aber nach 4 Wochen gehen meistens die Leukozyten runter. Ja. Also das wär doch noch eine Indikation für Chemotherapie, weil du ein Zyklus, wobei ich sagen muss, ja, genau, ja. Wir haben sehr viele Patienten sowohl in der CLL-13-Studie als auch in der CLL-17-Studie behandelt und da waren auch welche dabei mit 200.000, 300.000 Leukozyten. Das ist weniger das Problem im OBI als die Bulky Disease, die großen Lymphknoten. Da sehen wir regelmäßig Toxizitäten, vor allem Lebertoxizitäten, Nierentoxizitäten. Also die Leukozyten ist gar nicht das, was mich so schreckt. Das Problem ist, wenn so ein Patient hat so 50.000, 60.000 Leukozyten und Bulky Disease, so 8 cm im Bauch. Da sehen wir immer wieder, vor allem aber schon nach der 100 Milligramm Gabe. Also das ist wirklich bei der ersten Gabe. Und wäre das ein Patient für einen BTK-Inhibitor für 3 Monate und dann der Wechsel? Natürlich, aber das Problem ist, dass ja die Kombination zugelassen ist, nachdem die I plus V Kombination zwei Firmen in Europa, also zwei unterschiedliche Firmen Marketing, also das Ibro ja von der Janssen und das Venetoclax von der AbbVie, wird keine von den beiden Firmen um Erstattung ansuchen. Oder es wird nicht angesucht. Das heißt, es bleibt jedem über, den Chefarzt den jeweiligen zu überzeugen. Die Empfehlung von den Firmen ist, beide Medikamente auf zwei verschiedene Rezepte zu schreiben, um das möglicherweise ein bisschen zu umgehen. Aber das ist jetzt ein bisschen despektierlich gesagt, wenn man mit dem Chefärzten diskutiert und man ist der Meinung, I plus V ist eine gute Option für diesen Patienten, dann muss man natürlich auch diskutieren, die Alternative vielleicht eine Dauertherapie mit BTK-Inhibitor ist ab dem zweiten, dritten Jahr sowieso teurer. Und wenn man sich die PFS-Raten anschaut von 80% nach 3 Jahren, also die meisten Patienten erreichen ja diesen Cut-off, durchaus eine Option. Was mich ein bisschen enttäuscht hat vom I plus V im randomisierten Setting in der GLOW-Studie, wobei das sind nicht viele Patienten, ist der Drop bei den unmutierten Patienten. Ich habe zuerst geglaubt, dass I plus V wird die super... Weil IGF unmutiert ist jetzt nicht so gut, OBWN, die kommen schon relativ schnell wieder und vielleicht eine zeitlich limitierte Therapie für diese Halbhochrisikopatienten. Aber das scheint jetzt nicht so gut zu sein. Aber ich möchte noch was dazu sagen. Wir haben viele Patienten, die der durchschnittliche CLL-Patient bei Diagnosestellung ist in den 70ern und die sind ja oft nicht bei Diagnosestellung behandlungspflichtig. Das heißt, es kann durchaus sein, dass der Ende 70 ist und auch eine Obi-Wen-Therapie für 12 Monate macht auch bei IGF-unmutierten Patienten eine sehr gute Krankheitskontrolle, der vielleicht auch nie wieder eine Zweitlinientherapie braucht. Mhm. Ja, ja. Problem sind die 17B-Patienten nach wie vor. Ja, definitiv, ja. Ja. Und Hyperleukozytose-Problematik und der BTK-Inhibitor, wenn man bei hohen Leukozytenzahlen startet, habt ihr auch nie gesehen? Nein, es gibt diesen einen Salzburger oder Innsbrucker Fall mit dem Hörsturz bei 1 Million Lymphozyten. Aber wir haben durchaus, also das Höchste, was ich je gesehen habe, glaube ich, war 650.000, 700.000 bei einem Start von 300.000. Aber die Lymphozyten, die machen keine Viskosität, also das ist kein Problem. Ja. Am Anfang war es ein bisschen Ding, wenn dann die Kollegen in der Ambulanz gesessen und geglaubt hat, der Patient ist progredient. Und man erklärt, dass das Rausschütten aus der Nische ist, aus dem Knochenmark und aus den Lymphen. Aber das ist ja 10 Jahre her, also das ist durchaus jetzt... Ja, und man muss sagen, das ist Makalaprotinib nicht so stark, das ist mein Eindruck. Vom Zanoprotinib kann ich es nicht sagen, weil ich es noch nicht verwendet habe bei der CLL. Mhm, mh. Ja, dann sind wir schon bei den BTK-Inhibitoren. Jetzt haben wir 2, 3 dann. Welchen nehmen wir denn? Also ich habe schon die Zulassung für die Kombination, wenn man dieses I plus V-Konzept glaubt, ist man an Ibrutinib gebunden. Es gibt Phase 2 Daten für A plus V, es gibt auch wenig, aber doch Daten für Zano plus V, aber keine randomisierten Daten und schon gar keine Zulassung. Was man sich überlegen kann, wenn man zeitlich limitiert bei Hochrisikopatienten behandeln will, dass man den Anti-CD20-Antikörper beim IGF-Mutierten noch dazu gibt. Also dass man so dieses GIF- oder AVO-Konzept verfolgt.
Aber prinzipiell gebe ich in der Monotherapie in der ersten Linie bis vor kurzem habe ich nur Acalabrutinib gegeben. Ibo ist schon lange her. Zano ist zwar zugelassen, wird nicht erstattet. Es gibt ein Compassion, also Compassionate Use kann man nicht sagen, es gibt ein gratis Warenprogramm bis zur Erstattung. Nämlich nicht nur für 2 Monate, sondern bis zur Erstattung. Aber die wird nicht lange auf sich warten lassen, weil sie sich vom Preis ja schon sehr annähern an die anderen beiden. Die am Markt sind. Also Ibo war ich möchte das Ibo nicht verteufeln, das war 10 Jahre lang ein toller Partner, aber das ist halt die Natur, die Pharmabranche wird immer besser, die Medikamente werden immer besser und hier spielt sie sich meiner Meinung nach doch über die Toxizität. Ich bin noch nicht ganz von den Elbein-Daten überzeugt. Ich glaube nicht, dass man das auch in die erste Linie übertragen kann. Das muss ich auch sagen. Es ist eine Rezidivstudie. Rezidivstudie. Da ist zum ersten Mal eigentlich gezeigt, der klare Benefit, ja. Stimmt, ja. Vielleicht kann ich noch was sagen, weil ich das nicht erwähnt habe. Der IGF-Mutationsstatus ändert sich nicht. Den bestimmten einmal. Vor der Therapie. Alles andere, Fisch, NGS und PCR, von mir ist für die TP53-Mutation, muss man vor jeder Therapielinie bestimmen, weil natürlich eine klonale Evolution vor allem nach einer Dauertherapie auftreten kann. Das ist ganz wichtig. Vor allem, das ist noch ein zusätzliches, wie soll ich sagen, ein harter Punkt, dafür eine zeitlich limitierte Therapie in der ersten Linie zu verwenden, weil einfach die Resistenzmutationen dann kaum vorhanden sind. Da gibt es gute Daten aus der CLL14 und teilweise auch aus der CLL13-Studie. Ja. Na, das ist ein wichtiger Punkt, ja, dass man sich auch nicht vergisst, dass man dann nochmal die Zytogenetik und die Mutationsanalysen macht. Vor jedem Therapeuten. Genau, Karyotyp mit der Phasenbänderung war lange Zeit nicht so einfach, weil die Medien gefehlt haben, um diese terminal differenzierten Zellen noch einmal zur Teilung zu bringen. Aber mittlerweile gibt es Medien, mit denen man das sehr gut kann. Und es gibt ja mittlerweile auch, ein Abstract hat es gegeben aus der CLL13-Studie, da war bei 900 Patienten mit der Phasenbänderung gemacht. Und hier sieht man, dass unter den Venetoclax-Armen vor allem der hochkomplexe Karyotyp, das ist also nicht so wie bei der AML mit 3 Aberrationen, sondern ab 5 Aberrationen einen Einfluss auf die Prognose hat. Die CLL ist immer spannend. Es gibt immer weitere Entwicklungen. Die neuen Studien, insbesondere der deutschen Studiengruppe, treffen die Fragestellung, finde ich, immer schön auf den Punkt. Wir freuen uns immer wieder, wenn es neue Ergebnisse diesbezüglich gibt. In dem Fall darf ich mich beim Thomas recht herzlich bedanken für den tollen Vortrag und bei der Firma Janssen für die Unterstützung. Herzlichen Dank allen Teilnehmern auch und dem Eugen Preuß für die Organisation und somit allen herzlichen Dank, schönen Abend und bis zur nächsten Serie. Tschüss, Papa. Danke, ciao.